Und damit herzlich willkommen zum zweiten Teil des Jahresrückblicks 2014. Ihr seht, der nächste Punkt, beziehungsweise das, was im März schon angefangen hat, war ja Let's Play UEFA Euro 2008, das Halbfinale Deutschland gegen Türkei stand an. Und ich will euch einfach mal ein paar Minuten wieder aus dem Spiel hier zeigen. Übrigens, es stand zu dem Zeitpunkt 1 zu 1 und gleich fällt das Tor. Jetzt Gomez. Balla kommt nicht durch. Podolski. Oh, guter Schuss, guter Schuss. Jetzt gibt es wieder die Ecke, die ich natürlich auch nicht so auf die Reihe bekomme. Jetzt mal Kopfball von Klose, aber viel zu schwach. Aber der Nachschuss sitzt 2 zu 1 jetzt durch Gomez. Oh. Also hier ist dieser schwache Kopfball, da habe ich gedacht, die Situation wäre schon entfernt. Dann dieser Ballverlust und dann steht Gomez genau richtig da, hält den Fuß hin. Ja, das gute goldene Tor von Gomez, der goldene Fuß hat hingehalten und dann das Spiel haben wir, ich glaube, da habe ich noch ein Tor gemacht, das habe ich dann gewonnen natürlich und zog dann in das große Finale ein, Deutschland gegen Frankreich und dann schauen wir einfach mal rein. Und damit herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Heute das große Finale Frankreich gegen Deutschland. Nicht so was dabei gibt. Oh. Ja, ich finde natürlich die frühe Szene, wo das Tor gefallen ist. Nach Frankreich ging dann zu. Ach, der ging an die Latte. Oh, der, nein, doch nicht. Los geht's also hier. Und ich habe das Spiel noch nicht so lange und ich habe es bisher noch nie geschafft, hier in ein Finale zu kommen. Jetzt ist die Chance für Frankreich und 1-0. Ja, der frühe Rückschlag, aber mein Team hat sich gut wieder rangekämpft. Chance da an den Laden. Und dann irgendwann den Ausgleich erzielt. Jetzt will ich die Szene gerade mal suchen. Derzeit sieht es aber nicht danach aus. Ballack. Nochmal richtig zügeln, richtig nochmal anstrengen. Und unser Turnier hat hier angefangen. Pfosten. Oh. Baut mit vielen verschiedenen Spielen, Sims und so weiter. Und da will ich jetzt so ein Special-Video draus machen. Und wir haben ja unter anderem auch die Habbo-WM im Februar veranstaltet, die ja noch leider in die Hose ging. Aber ich werde das alles mit reinbringen und da so einen kleinen Rückblick ziehen. Ein Jahresvideo. Lasst euch überraschen. Ich freue mich jedenfalls schon drauf. Und ich will da auf jeden Fall mit einer besseren Stimmung reingehen. Und diese besseren Stimmung will ich jetzt hier mit einem Sieg veredeln. Und die Chancen sind da. Jetzt ist sie. Oh. Rennt durch. Jetzt durchrennen können. Oh, Leute. Es wird verdammt eng jetzt hier. Es geht nicht viel heute. Es wird verdammt, verdammt eng. Wir müssen langsam den Ausgleich erzielen. 70 Minuten jetzt schon fast gespielt. Hier 1 zu 0 immer noch für Frankreich. Jetzt sind wir im Ballbesitz. Über Podolski. Lauf mal durch, ja! Ah, schade. Es gibt nur eine Ecke. Es gibt nur eine Ecke. Und nochmal eine Ecke. Die kam schon gefährlich rein. Das ist mal eine gute Ecke. Und vielleicht jetzt nochmal so eine. Aber die können die Franzosen klären. Und jetzt müssen wir uns wieder einen Spielaufbau machen hier. Lahm. Schweinsteiger. Das war ein guter Pass, jetzt kann's rappeln. Und er ist drin. Das war ein Riesenglückstor da. Klose wird aber als Torschütze gewertet. Da hier. Klose und dann an den Rücken vom Tor, französischen Torwart. Mit viel Glück. Da haben wir richtig Glück. Ja, was für ein Glückstor war das denn?
wie Klose da das 1-1 gemacht hat, aber dieses Tor hat uns dann in die Verlängerung gerettet und die Verlängerung gibt es jetzt natürlich. So, und jetzt gibt es hier die Verlängerung also. Wie angesprochen, durch diesen verschossenen Elfmeter. Ich war wirklich nicht bei der Sache richtig gewesen. Das kann ich wirklich als Aussage werden. Jetzt versuche ich natürlich hier in der Verlängerung für klare Verhältnisse sorgen. Jetzt haben wir sogar noch Lex drin. Also es passt wieder mal alles schön zusammen hier. Oh, was war das denn? Kopfball an die Latte. Das Tor war eigentlich leer, man hätte nur einköpfen können. Aber mein Stürmer nutzt diese Riesenchance nicht. Und dann das Elfmeterschießen will ich auch mit aller Macht ver. Ja, was für eine Chance. Also das war, glaube ich, sogar Mario Gomez gewesen mit dieser Kopfballchance. Ich bin mir nicht mehr sicher, ich spule jetzt nicht nochmal zurück, aber das würde wirklich zu Mario Gomez passen. Aber sehen wir uns noch weiter an, wenn das goldene Tor jetzt gleich fällt. Verhindern. Meinem Fresse ist das hier eine spannende, enge Kiste hier. Und das hätten wir alles vermeiden können. Auch ganz spannend. Im Prinzip. Weil, wie ihr seht, kriege ich das Elfmeterschießen auch noch nicht so richtig auf der Reihe und dann bin ich mit Sicherheit da auch total unterlegen dann. Aber es sieht derzeit alles danach aus. Oder Frankreich macht hier auch noch das 2-1. Also dann tick ich endgültig aus. Aus dem Rückraum Ballack drüber. So. Es ist zu dem gekommen, was ich um alles in der Welt verhindern wollte. Jetzt kann ich es nicht mehr verändern. Oder doch. Ich kann es verhindern. Gomez! Gomez schießt uns zum EM-Titel und wir gehen damit dem Elfmeterschießer aus dem Weg. Und am Ende war es dann doch Mario Gomez, der gefeierte Held mit diesem Tor in der 120. Minute. Hat er uns den EM-Titel dann beschert? Und Frankreich am Boden. Malouda, ja. Ballack jubelt, alle jubeln, aber ohne Pokal noch. Wo bleibt der? Oder gibt es den überhaupt? Das ist mir eine große Frage jetzt hier. Oder schauen wir uns jetzt die ganze Zeit nur jubelnde Spieler an? Kommt jetzt noch was oder ist das vorbei jetzt hier? Weil das Ding jetzt schon vorbei ist hier. Nee, doch nicht. Ach, Mann. Ach doch, natürlich. Ballack mit dem Pokal. Also doch noch. Ja. Da sind sie mit dem EM-Trophäe, die fast wie ein Stück Plastik aussieht. Naja, hier sind die Highlights jetzt. Also. Ja, eine recht unspektakuläre Siegerehrung, aber war völlig in Ordnung gewesen. Und damit war diese Staffel dann auch beendet. Ich habe da zwar noch so ein extra Video Mannschaftskapitän gemacht, das war aber ziemlich langweilig gewesen, so dass ich da dann nichts mehr dazu gestartet habe. Ja, was stand dann an?
Die Staffel verlief ja mittelmäßig. Ich sehe, so ein paar über 30 Aufrufe waren da immer drin gewesen. Jetzt will ich gerade mal weiter gucken, was dann im April noch so war. Ja, soweit sind wir noch nicht, Top 11, das dauert noch dann. Genau, die Let's Talks, die waren dann im Mai, glaube ich, gewesen. April, Mai. Ja, genau so war es dann hier, UEFA Euro 2008. Dann kam das Special-Video, ein Jahr Event Games GmbH in Habbo. War jetzt auch eher so unspektakulär, deswegen zeige ich da jetzt auch keinen Ausschnitt raus. Und dann fing schon an, das Let's Talk. Ich habe mich dazu entschieden, weil die WM 2014 anstand, so Let's Talk, die Stars am Zuckerhut von jeder Mannschaft einen Star rauszunehmen und den ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen. Und ja, da fing das dann quasi an mit Neymar in Brasilien. Das schauen wir uns jetzt einfach mal kurz an. Und damit herzlich willkommen zu meiner neuen Staffel. Heute also der Beginn der Spieleranalysen, die Stars am Zuckerhut. Für alle, die es noch nicht wissen, ich werde jetzt in dieser Staffel von jedem WM-Teilnehmerland einen Star mir raussuchen. Gut, bei manchen Ländern sind es keine Stars und werde die mal ein bisschen genauer analysieren unter folgenden Gesichtspunkten. Erstmal so ein paar allgemeine Daten. Diese allgemeinen Daten betrifft Alter, Position und der aktuelle Marktwert. Dann, welche Bedeutung er für das Team hat, also für deine Nationalmannschaft, wie bekannt er ist, und zum Schluss nochmal so ein kleines Fazit, wie er letztendlich bei der WM abschneiden wird. Das ist natürlich alles meine eigene Meinung, also ich beziehe da nirgendwo Quellen, außer der aktuellen Marktwert, den ich von transfermarkt.de beziehe. Ich denke, das ist eine sehr zuverlässige Quelle und ja. Und ich gehe da gruppensystematisch vor, sodass wir heute mit der Gruppe A beginnen, natürlich mit dem Gastgeberland Brasilien. Und ja, da war fiel mir die Wahl eigentlich nicht sehr sonderlich schwer, wen ich mir da nehme. Und das ist der liebe Neymar. Und da fangen wir jetzt einfach mal an. Also sein vollständiger Name ist Neymar da Silva Santos Junior. Er ist 22 Jahre alt. Er spielt bevorzugt auf der Position links außen und hat laut transfermarkt.de einen Marktwert von 60 Millionen. Ja, und er ist derzeit beim FC Barcelona angestellt, seit dieser Saison. Ja, und so ging das quasi dann bei jedem Spieler. Ihr könnt euch immer durch die Playlist Mario Mandzukic, Javier Hernandez von Mexiko, Samuel Eto'o, Diego Costa, Arjen Robben natürlich, Arturo Vidal, Tim Cahill, Falcao, der letztendlich dann doch nicht an der WM teilgenommen hat, aber damals, zu dem damaligen Zeitpunkt wusste ich das dann halt eben nicht. Sokratis von Griechenland, Yaya Touré, Shinji Kagawa, Steven Gerrard, wen hatten wir noch? Mario Balotelli natürlich, Suarez, der Beißer von Uruguay natürlich, Joel Campbell von Costa Rica, von Ribéry, Shaqiri, Valencia, Ecuador, Honduras, Außenseiter, Messi natürlich. Und da hat das Ganze dann auch geendet. Also dann musste ich, beziehungsweise habe ich diese Staffel dann abgebrochen, aus zeitlichen Gründen einfach. Ich habe es nicht mehr geschafft dann und dann stand die WM auch bald wieder an, wo ich wieder ein bisschen mehr Zeit hatte dann. Und deswegen habe ich die Staffel dann einfach zwischendurch abgebrochen. War jetzt auch nicht so der Bruder gewesen, sage ich mal, von den Aufrufzahlen her. Deswegen war diese Staffel dann recht früh wieder beendet dann. Ja, dann ging es los, die Prognosen, Habbo Soccer, Deutschland versus Polen. Dann folgte das Europa League-Finale, FC Sevilla gegen Benfica Lissabon, Bayern München, Borussia Dortmund, das DFB-Pokalfinale. Und dann ein ganz lustiges Video, Beutelalarm im Habbo Hotel. Das ist sehr, sehr spontan entschieden, habe ich auch nie was dazu erwähnt zu dem Video, aber ich will euch auf jeden Fall jetzt im Jahresrückblick einen Ausschnitt draus zeigen, weil das war wirklich so sehr lustig gewesen. Schaut mal rein jetzt.
Ja, das war schon sehr verrückt gewesen damals und wirklich sehr spontan entschieden. Das war irgendwann nach Samstag nachts habe ich das mal aufgenommen gehabt im Mai und das war so einfach so lustig gewesen, dass ich das einfach mit YouTube so eine Erinnerung einfach festhalten wollte. Dafür ist das ja einfach da, dass man sich in ein paar Jahren da wirklich an diese Nacht dann noch erinnert, als dieses verrückte Video entstanden ist. Also da habe ich wirklich noch positive Erinnerungen dran. Ja. Dann ging es weiter, Prognose, Champions League Finale, dann fingen die Länderspiele an und da habe ich die letzten zwei Länderspiele vor der WM dann in der Prognose natürlich. Und dann habe ich mich entschieden, mit dem lieben Massi ein Tippspiel zu starten. Massi versus Basti, das ging dann aber leider auch nicht mehr weiter, wurde dann auch abgebrochen. Ja, und dann ging die WM so langsam los dann im Juni mit der Eröffnungspartie Brasilien-Kroatien. Und damit herzlich willkommen zu meinem nächsten Video. Heute also die Prognosenpartie für das Eröffnungsspiel Brasilien-Kroatien. Und es ist mittlerweile jetzt der zweite Anlauf, der hier gestartet wird. Grund dafür ist, weil hier eben mal wieder ein paar Leute da sind, die das Ganze hier wieder versauen mussten. Und jetzt hoffen wir mal, dass das alles ein bisschen besser läuft. Und zur Teamdefinition, die in Weiß-Rot spielen, Chalang 7 und Vantos 1 in Kroatien. Und Berke Diebe 74 in Gelb-Blau und der King Capo spielen für Brasilien. Und jetzt ist 1 zu 0 gefallen. Jetzt auch weiter. Ja, das war das Eröffnungsvideo und dann folgten natürlich noch andere Prognosen zu vielen WM-Spielen. Ich denke mal, das muss ich wirklich nicht jetzt alles zeigen. Aber das war schon sehr spannend gewesen teilweise. Deutschland folgte dann natürlich auch. Und hier ab dem Viertelfinale habe ich dann jedes Spiel in der Prognose gemacht. Ich weiß gar nicht, ob die Viertelfinals waren noch im Juni gewesen. Das will ich jetzt gerade einfach mal gucken. Und damit herzlich willkommen zur zweiten Partie heute. Diesmal treffen Holland und, naja, es war im Juli gewesen, schnell weg Costa damit. Rica. Schnell weg damit. Das war im Juli gewesen. Das wollen wir jetzt natürlich noch nicht sehen. Ja, und damit war es das eigentlich so gut wie schon in diesen Monaten dann. Wie gesagt, das bestand dann halt sehr aus Fußball, diese 3 Monate April, Mai und Juni. Ja. Das war es jetzt erstmal davon. Hier Spanien, Chile habe ich noch gemacht. Frankreich, Schweiz war auch sehr spannend gewesen. Das Nachbarschaftsduell Deutschland, Algerien, erinnert sich sicherlich auch noch an die Partie. Ja, und damit geht's dann beim nächsten Mal weiter mit den Monaten Juli, August, September. Also die Hälfte von dem Jahresrückblick ist damit auch schon geschafft und ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal zum dritten Teil dann. Ich freue mich drauf. Bis dann, Leute. Ciao.